So, ihr liebe Kinder, heute kommt wieder ein Märchen in hessischer Sprache. Das heißt die Golden Gans und ist aus dem Naumann Verlag in 82041 Oberharing. Die habe uns erlaubt, dass ich das lesen darf. Es war einmal ein Mann, der hat zwei Buben gehabt. Der jüngste von denen hatte Dummerling geheißen. Den habe sie immer ausgelacht und gehänselt. Und er hat immer die Kürzere gezogen. Einmal wollte der Älteste in den Wald gehen und Holz machen. Und bevor er gegangen ist, hat ihm seine Mutter eine schöne, gute Pannekuche und eine Flasche Wein mitgegeben, dass er keinen Hunger und kein Durst kriegen tät. Und wie er in den Wald gekommen ist, ist ihm auf einmal ein grauer Mensch über den Weg gelaufen. Das hat ihn gegrüßt und gesagt, hör mal, gib mir doch ein Stückchen Pannekuchen aus deiner Tasche und lass mich ein Schlückchen von deinem Wein trinken. Ich hab so Hunger und Durst. Der schlaue Bub hat aber zur Antwort gäbe, wenn ich dir mein Kuchen und mein Wein gäb, dann hab ich ja selber nix, mach, dass du fortkommst, und hat das Mensch stehen gelassen. Und wie er jetzt angefangen hat, den Baum umzumachen, da hat's nicht lang gedauert und er hat daneben gehauen. Und die Axt, die ist ihm in den Arm gefahren und er hat heimgehen müssen und sich verbinden lassen. Das ist aber von dem Menschen gekommen. Bald drauf ist der zweite Bub in den Wald gegangen und die Mutter hat ihm auch, wie dem Älteste, ein Pannekuchen und eine Flasche Wein gegeben. Dem ist auch das alte graue Mensch über den Weg gelaufen und hat ihn nach einem Stückchen Pannekuchen und nach einem Schlückchen Wein gefragt. Aber der zweite Bub hat auch ganz gescheit gesagt, was ich dir abgeb, das hab ich selber nicht mehr, mach, dass du fortkimmst, und hat das Mensch stehen gelassen und ist weitergegangen. Die Strafe ist ja nicht ausgeblieben. Kaum hat er ein paar Mal in den Baum gerennt gehaare, da hat er sich ins Bein gehaare. Und man hat ihn heimtragen müssen. Wird da jetzt, hat der Dummerling gesagt, Vater, lass mich doch auch mal hinausgehen und Holz machen. Der Vater hat ihm zur Antwort gegeben, dein Brüder haben sich dabei wehgetan, lass es bleiben, du verstehst doch nichts da davon. Der Dummerling hat aber so lang gebettelt, bis er schließlich gesagt hat, geh nur, aus Schade wird man klug. Die Mutter hat ihm einen Pannekuchen mitgegeben, aber der war mit Wasser in der Asche gebacken und dazu eine Flasche mit saurem Bier. Und wie er in den Wald gekommen ist, da ist ihm auch wieder das altgraue Mensch über den Weg gelaufen, hat ihn gegrüßt und hat gesagt, gib mir ein Stückchen von deinem Pannekuchen und ein Schlückchen aus deiner Flasche, ich hab ja so Hunger und so Durst. Na, der Dummerling hat gesagt, ich hab aber bloß Aschekuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, dann wollen wir uns hinsetzen und zusammen essen. Dann haben sie sich hingehockt, und wie der Dummerling seinen Aschepannekuchen rausgeholt hat, war's auf einmal ein guter Eierpannekuchen und der saure Bier war guter Wein. Jetzt haben sie gegessen und getrunken und dann hat das Mensch gesagt, weil du ein gut Herz hast und gern was abgibst von dem, was du hast, sollst du Glück haben. Da drüben steht ein aaler Baum, Haaren um, dann findest du was in der Wurzel. Dann ist das Mensch fortgegangen. Na, der Dummerling ist hingegangen und hat den Baum umgemacht. Und wie er umgefallen ist, da hat er mitten in der Wurzel eine Gans gehockt. Die hat Federn aus purem Gold gehabt. Er hat sie rausgeholt, er hat sie mitgenommen und ist ins Wirtshaus gegangen, wo er übernachten wollte. Der Wirt hat aber drei Mädchen gehabt. Die haben die Gans gesehen und waren neugierig, was das für ein komischer Vogel wäre. Und hätte gar zu gern auch von denen goldene Federn gehabt. Die Elst hat sich gedacht, es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir Federn rausrobben kann. Und wie der Dummerling mal hinausgegangen war, hat sie die Gans am Flügel gepackt, aber ihr Finger und die Hand sind dran hängen geblieben. Bald drauf ist die zweite gekommen und hat an nichts anderes gedacht, wie sich eine goldene Feder zu holen. Kaum hat sie aber ihre Schwester angelangt, da ist sie fest an der hängen geblieben. Schließlich ist auch die dritte gekommen und wollte dasselbe.
Da haben die anderen gebrüllt, bleib fort, um Himmels Wille, bleib fort. Sie hat aber nicht kapiert, warum sie fortbleiben sollt und hat gedacht, wenn die dabei sind, dann kann ich auch dabei sein. Ist hingerannt und wie sie ihre Schwester angelangt hat, da ist sie auch an der hängen geblieben. Da haben sie die ganze Nacht bei der Gans bleiben müssen. Und am nächsten Morgen hat der Dummerling die Gans unter den Arm genommen, ist fortgegangen und hat sich nicht um die drei Mädchen gekümmert, die wohin reingehangen haben. Sie haben immer hin und her laufen müssen, links und rechts, grad wie es ihm in den Sinn gekommen ist. Mitten auf dem Feld ist der Pfarrer über den Weg gelaufen. Und wie er den Aufzug gesehen hat, hat er gesagt, schämt euch, ihr böse Mädchen, was lauft ihr dem Bub durchs Feld nach? Gehört sich das vielleicht? Damit hat er die Jüngste an der Hand gepackt und wollte sie wegziehen. Aber wie er sie angelangt hat, ist sie auch hängen geblieben und hat selber hinterherlaufen müssen. Es hat nicht lang gedauert, dann ist der Kirchendiener dahergekommen und hat gesehen, wie der Herr Pfarrer hinter drei Mädchen hergelaufen ist. Und da hat er sich gewundert und hat gerufen, ei Herr Pfarrer, wo geht's dann so schnell hin? Vergesst nicht, dass wir heute noch Kindsdorf haben. Ist zum Hingelaufen, hat ihn mal am Ärmel gepackt, ist aber auch hängen geblieben. Und wie die fünf so hintereinander dahergekommen sind, da sind gerade zwei Bauern mit ihrer Hacke vom Feld gekommen. Da hat der Pfarrer ihnen zugerufen, sie sollte doch ihn und den Kirchendiener losmachen. Aber kaum hatte sie den Kirchendiener angelangt, sind sie hängen geblieben. Jetzt waren es sieben, die wo dem Dummerling mit der Gans hinterhergelaufen sind. Dann ist er in die Stadt gekommen, da hat ein König geherrscht, der hatte Tochter gehabt. Die war so ernst, dass keiner sie zum Lachen hat bringen können. Und deswegen hat er ein Gesetz gemacht, wer die zum Lachen bringt, der soll sie heiraten. Und wie der Dummerling das gehört hat, da ist er mit seiner Gans und dem ganzen Anhang zu der Königstochter hin. Und wie die gesehen hat, dass die Sibbe immer hintereinander hergelaufen sind, hat sie angefangen schallend zu lachen und wollte gar nicht mehr aufhören. Da wollte der Dummerling sie als Braut haben, weil sie ja gelacht hat. Aber der König hat dem Schwiegersohn nicht gepasst. Er hat allerhand Ausrede gehabt und hat gesagt, er müsste einen Mann bringen, der einen ganzen Keller voll Wein austrinken könnte. Da ist dem Dummerling das Männchen eingefallen und er hat gedacht, der könnte ihm vielleicht helfen, ist raus in den Wald und genau da, wo er den Baum umgemacht hat, hat er einen Mann hocken sehen, der hatte ganz traurig Gesicht gemacht. Ja, der Dummerling hat ihn gefragt, was er dann hat und was er sich da zu Herzen nimmt. Da hat er gesagt, ich hab so ein großes Durst und ich kann den nicht löschen. Das kalte Wasser vertrage ich nicht. Ich hab zwar schon ein Fässchen Wein ausgesoffen, aber was ist ein Troppe auf den heißen Star? Da kann ich dir helfen, hat der Dummerling gesagt. Komm nur mit, du sollst genug kriegen. Dann hat er ihn in den König seinen Keller gebracht und der Mann hat sich über die größeren Fässer hergemacht und dann die kleineren und hat getrunken und getrunken, dass ihm die Hüfte wehgetan hat und der Tag war noch nicht rum, da hat er den ganzen Keller leer getrunken. Der Dummerling hat wieder seine Braut haben wollen, aber der König hat sich geärgert, dass so ein schlechter Bursch, den wo sie all bloß Dummerling genannt habe, seine Tochter kriegen sollt, und hat neue Bedingungen gestellt. Er müsst erst einen beischaffen, der einen Berg voll Brot wegputzen könnt. Der Dummerling hat nicht lang überlegt und ist gleich hinaus in den Wald. Dann hat an derselben Stelle ein Mann gesessen, der hat sich den Bauch mit einem Riemen zusammengeschnürt, hat ein ganz grämig Gesicht gemacht und gesagt, ich hab einen ganzen Backofen voll mit Raspelbrot gegessen, aber was hilft es, wenn man so einen großen Hunger hat wie ich? Mein Magen ist immer noch leer und ich muss mir den Bauch zusammenschnüren, wenn ich nicht vor Hunger sterben soll. Und der Dummerling hat sich da drüber gefreut, hat gesagt, komm, geh gleich mit, du sollst dich satt essen. Und dann hat er ihn an den Königshof geführt. Der König hat alles Mehl aus dem ganzen Reich holen und einen riesigen Berg Brot davon backen lassen. Der Mann aus dem Wald hat sich davor gestellt, hat angefangen zu essen und in einem Tag war der ganze Berg verschwunden.
Der Dummerling hat zum dritten Mal seine Braut haben wollen, der König hat aber noch einmal eine Ausrede und wollte ihr Schiff haben, was auf dem Land und auf dem Wasser fahren kann. Wenn du damit angesegelt kommst, dann kannst du meine Tochter zur Frau kriegen, hat er gesagt. Na, der Dummerling ist schnurstracks in den Wald. Da hat er das alte graue Männchen gehockt, dem er seinen Pannekuchen gegeben hat und hat gesagt, ich hab für dich getrunken und gegessen. Ich will dir auch das Schiff geben. Das tue ich alles, weil du barmherzig mit mir gewesen bist. Dann hat er ihm das Schiff gegeben, das auf dem Land und auf dem Wasser fahren konnte. Und wie der König das gesehen hat, da hat er ihm die Tochter nicht mehr länger verweigern können. Die Hochzeit ist gefeiert worden und wie der König gestorben ist, da hat der Dummerling das ganze Reich geerbt und hat lang und zufrieden mit der Frau gelebt.